Einen wunderschönen guten Morgen. Wochenend, Auto, Camping, Hukain, Sommerfest. Wir testen, ob wir im Auto schlafen können. Sondervlog. Also folgender Plan. Wir haben meine E-Klasse zum Camper umgebaut und werden jetzt versuchen, heute Nacht, heute ist Freitag, wir fahren los, wir fahren nach Koblenz, dann irgendwo Richtung Köln, dann versuchen wir da drin zu pennen und morgen gehen wir noch zu Hukain. Und ich dachte, wir halten das Ganze noch auf Video fest. Also let's go. Auto packen und dann Abfahrt. So, ohne zu viel hier zu leaken, das ist mein Auto. Ein Mercedes-Benz W212 T-Modell. Der, also es gibt ein paar Nachteile auf jeden Fall mit Autocamping. Einer ist auf jeden Fall, die Sitze müssen komplett nach vorne und komplett nach vorne geneigt werden. Das heißt, man hat jeden Abend auf jeden Fall ein bisschen Umbauarbeiten. Aber wenn man diese Umbauarbeiten gemacht hat, dann hat man hier hinten tatsächlich eine Liegefläche von 2,5 Meter. Ich bin 2,1 Meter, ich passe komplett ausgestreckt, easy peasy in dieses Auto. Da haben wir uns hier eine Luftmatratze von Kecher geholt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich noch rausfinde, wie die heißt. Die wurde uns empfohlen. Basti und Nico haben die beide und sagen, die ist Killer. Dann haben wir hier ganz witzig so Dinger geholt, die man, achso ja, die Matratze passt übrigens nicht perfekt. Die liegt hier so ein bisschen angelehnt, ist aber kein großes Problem. Dann haben wir hier diesen Switch und da haben wir noch so ein süßes Taulicht hier reingeklemmt. Ist ganz süß, muss glaube ich dabei sein als so ein Camper, Van, Bro, Dude. Und das Genialste, wir haben so Sonnenschutz, Windschutzscheiben-Ding geholt, haben die aber selbst nochmal zusammengeschnitten auf die Fenster und mit zwei Komponentenkleber Saugnäpfe dran gemacht. Und die können wir jetzt einfach so von innen in die Fenster packen. Vorne kommt natürlich auch noch eins hin. Das Geilste ist, ich habe dunkle Scheiben und man sieht hier einfach nada. Also man sieht auch nicht, dass da drinnen so ein Ding ist oder so. Aber das ist absolut Killer. Ja, das ist das Setup, zeige ich euch aber hoffentlich, wenn wir heute Abend noch mal genug Licht haben, wie wir es noch umbauen und so, ne? Aber jetzt erstmal Sachen einräumen. Wir haben es so gemacht, wir haben hier eine Shisha-Kiste, dann haben wir noch unsere Schwimmsachen, eine fette Powerbank, Kulturbeutel, ein paar Wet Wipes und da ist noch mehr Camping-Stuff und eine Tasche mit Klamotten. Wahrscheinlich zu viel, was man für eine Nacht braucht, safe, aber es ist das erste Mal und dann werden wir herausfinden, was zu viel war und was vielleicht doch nice to have ist. Und da ist unser Convoy-Buddy, der Armin. Und jetzt fahren wir erstmal 130 Kilometer noch nach Koblenz. So, die Koblenz Reunion geht weiter. Wir sind in unserem alten Frühstückslokal, weil Lenny und ich haben früher da hinten gewohnt. Dann habe ich den Lenny gefragt, ey, wir sind heute in Koblenz, gehen wir frühstücken. Dann habe ich noch den Jakob gefragt, ey, kommst du auch noch mit frühstücken? Und deswegen ist heute Koblenz Reunion in Ulrikes Kulturbackhaus. Wie viele Schokocroissants haben wir hier früher vernichtet, Lenny? Alle. Tatsächlich. Alle. Die Antwort ist ja. Leider hatten die heute nicht. Weil alle vernichtet wurden? Genau, die sind immer noch am Nachproduzieren. Nach dem Frühstück laufen wir jetzt kurz noch ein bisschen durch Koblenz, so die Standard-Touri-Ecken abklappern. Als erstes deutsches Eck. Ja, und das ist das deutsche Eck. Wie oft ich hier früher mit dem E-Skate entlang geballert bin, wenn ein bisschen weniger los war natürlich. Das ist schon geil. Und das ist übrigens die Stelle, wo die Mosel in den Rhein fließt und dann sind beide vereint. Nach der kleinen Touri-Runde haben wir hier noch unseren Local eingesammelt, der auf Pfeife, Pool und Grillabend eingeladen hat. Und ja, deshalb jetzt noch kurz Lidl, weil lohnt sich. Wir wollen heute Abend S'mores machen, das heißt Marshmallows mit Schokolade zwischen Butterkeksen, am besten über dem Lagerfeuer, bei uns halt über dem Bunsenbrenner. Und weil der Lidl keine Marshmallows hatte, sind wir jetzt noch beim 100 Markt Rewe XL. Was heißt 100 Mark? Das ist der Name vom Betreiber. Ich dachte, das hat eine krassere Story. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Die Ware wurde acquired. Wir haben unsere Marshmallows. So, das ist übrigens Armins Campermobil. Eine komplette Camper-Tour und How-to-Car-Camping gibt es aber heute Abend. Aber ja, zuerst will ich sehen, wie sich dieser Herr auf diesen übrigen Beifahrersitz da platziert. Eiswürfel waren übrigens ausverkauft. Nicht Taktik, Taktik, Taktik und Technik. Das macht er nicht zum ersten Mal. Ja. So, ciao. Na gut, nach Kroatien würde ich so nicht fahren, aber eigentlich, es geht, oder? Geht, ich kann mich sogar anstellen. Bist ja gelenkig, das ist gut. Sag mal, Marc, würdest du sagen, 25 Gramm Regel ist ein Problem für dich? Ja, definitiv, so ab 2030. Ja. Krieg das nicht mehr auf die Cam. Hast du mal ausgerechnet, was hier steht? 100 Kilo. Junge, Junge, Junge. Und? Wer dachte, das wär's? Nee, es geht noch weiter. Junge, Junge.
100 Kilo? Ja. Yes. Und der Marc hat hier übrigens den Mosaic Quantum, auch einen ultraflachen, ultrasparsamen Kopf. Und den baue ich mir jetzt direkt mal. Oh, jetzt ist die Waage direkt ausgegangen. Aber der Kopf wiegt nicht mal 150 Gramm. Ah, so. 149 Gramm. Also, Pi mal Daumen, 150 Gramm. Ich werde den jetzt bauen und dann gucken wir mal, was da reingeht. Let's go. So, das ist jetzt natürlich die klassische Marvin-Bauweise. Das heißt nicht super fluff, viel Must-Have und schön Overpack. Und dann sind wir jetzt bei 164 und wir hatten vorher 148, macht 16 Gramm, die wir da drin haben. Aber, da hatten wir es eben auch schon vorhin, haben wir auch gesagt, in einem Popo, Wandenberg, Pipapo, habe ich natürlich auch ein paar mehr Gramm als normal angegeben sind. Und dementsprechend wären wir dann da bei 22, 23 Gramm. Also es ist immer noch super sparsam, ne? So, der Marc will uns jetzt beweisen, wie sparsam er Köpfe baut. Wir haben 351 Gramm. Was sagst du, baust du so in die Popos? 15 Gramm mit Vollkontakt. 15 Gramm Vollkontakt. Okay, let's go. Bin gespannt. Ja, und Setup, was mir der Marc hier hingestellt hat, wunderschöne Biro Versa in schwarz, in klein, mit Carbon und einer schwarzen Neolux Mini. No pressure jetzt, ne? Jetzt wird schon noch dabei gefilmt, wie ich einen Kopf baue. Das ist jetzt natürlich, ich glaube, Bloody Punch. Also mit einem groben Virginia ist halt auch schon mal was anderes als mit einem Must-Have, ne? Jetzt kommen die Ausreden. Würdest du dieses Statement nicht unterschreiben? Doch, natürlich ist das nochmal was anderes, das stimmt. So, der Marc hat gebaut, wir sehen so eine leichte Gap außenrum und dann halt schön fluffig, aber gut drüber, du, gut drüber. 351 hatten wir. 15 Gramm, auf Gramm genau predicted. Oh, nice. Kommst du mit in den Pool? Mach nichts, wenn du mit in den Pool kommst. So, und mittlerweile läuft auch noch der Grill. Jetzt wird noch schön gegrillt, gestärkt und dann fahren wir weiter unseren Campingspot suchen. Grillgut wurde reinmassiert. Marc, vielen Dank für Köpfchen, für Grillen, für Pool, für Gastfreundschaft. Wir sehen uns aber in wenigen Stunden wieder. 14 Stunden. Ja, siehst du, das ist nicht so viel. Ist nicht so viel. Und wir suchen jetzt unseren Campingspot. Let's go! Einen wunderschönen guten Morgen. Eventuell hat er gestern Abend jemanden vergessen, weiter zu vloggen. Aber dann war es auch zu dunkel, dann hättet ihr eh nichts mehr gesehen. Es gibt jetzt die Tour von unserem Camping-Setup. Let's go. Und wir haben noch Besuch gekriegt. René, hookafiziert. Nein, nicht mehr hookafiziert. Nur noch fiziert. Oh, das wird jetzt oft passieren, ne? Ja, ich glaube schon. So, also einmal zu unserem Setup. Wir haben eine Luftmatratze von Kecher. Die wurde uns von Basti und Nico empfohlen und die ist wirklich sehr bequem. Der Freundin ist sie leider zu hart. Ich fand es eigentlich gut. Die ist eigentlich zu breit fürs Auto, aber es ist kein Problem, wenn jemand drauf liegt, dann knickt die hier eh so ab. Und dann hat man noch so eine kleine, so ein Polster gegen das Auto. Ist auf jeden Fall geil. Und vorne, wo die Köpfe liegen, geht das Ganze breiter. Dann haben wir uns hier aus so Isolierdingern, die einfach zugeschnitten aufs Auto, mit zwei Komponentenkleber Saugnäpfe wird runtergeklebt, sodass du die dann einfach nochmal, also an sich halten die auch so schon, weil wir die super zugeschnitten haben. Aber hier haben wir noch die Saugnäpfe dran und spätestens dann hält das wunderbar, wenn man beide Saugnäpfe einmal an die Scheibe dotzt. Dann haben wir beim Action noch irgendwie für 3 Euro hier so einen Tau mit Lichtern drinne gefunden und nichts schreit mehr. Ich bin Instagram Vanlife Model als ein Tau mit Beleuchtung in deinem Auto. Genau, die Dinger haben wir rundherum. Auf die Matratze haben wir einfach noch einen Bettbezug und im Action haben wir ebenfalls da vorne noch diesen kleinen Ventilator gefunden. Der hat mir heute Nacht wirklich den Arsch gerettet. Ja, der ist sehr nice. Ja, und dann lagen wir da heute Nacht, haben das iPad in die Mitte gestellt, haben noch eine süße Tierdoku geguckt und Abfahrt. Dann haben wir hier diese Kisten, die haben wir gepackt. Die sind absolut essentiell für unser Setup, weil erstens haben wir so relativ viel Stauraum und zweitens kommen die hier vorne in den Fußraum unter die Matratze. Also da drunter steht dann die Kiste und die Matratze hängt dann hier nicht, sondern die liegt dann da schön auf. Und dann kann tatsächlich sogar ich mit meinen 2,1 Meter da drinnen pennen. Und das ist absolut geil. Dann haben wir uns noch total viel Stuff im Decathlon geholt. Unter anderem ein Campingkocher und so ein Topfset von Kecher. Tassen von Kecher. Ja, und da war das ganze Zeug dabei. Und damit kann ich mir jetzt einen schönen Kaffee machen. Let's go. Yeah.
Wir haben noch Frühstück geholt. Wir haben gestern noch Three Bears Porridge gefunden und das ist einfach perfekt, weil du hast alles convenient in einer Packung. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Campingtopf auf dem Campingkocher und haben da einmal Apfelzimt für Hase, Apfelzimt für Hase 2 und, ach nee, das ist mein Schoko und das ist noch für den René. Ja, mal gucken, was das taugt und mein Käffchen schmeckt hervorragend. Köpfchen sind gebaut und wir haben noch Besuch bekommen. Ist okay, wenn ich ja, zuerst jetzt mit dem Vlog? Da, wir haben noch Besuch bekommen. Nicht nur das, kalte Getränke mitgebracht, nochmal Cola und Zinder mitgebracht und Breeze Pro mit Popo und Kalaut. Und was brauchst du dir? Cola und Leimhype? Genau, oder halt Pinkman, so der gute alte Klassiker halt, ne? Nice. Die letzten 200 Gramm Dosen. Oh oh, ja, das tut weh. Aber let's go. Gleich geht Cola an, Frühstück wird gemacht. Armin, was hast du dir gebaut? Traube, Minze, uff. Klassiker. Geil. Klassisches Frühstück. Habe ich heute noch nicht geraucht. Heute noch nicht, heute ja? Noch. Wild. So, Frühstück ist drinne. Krone eben noch eine kleine Runde geflogen. Wir rauchen jetzt noch hier unser Köpfchen. Und dann geht's weiter zu Ukain, weil es schon 11 Uhr jetzt. Camp wurde abgebaut, jetzt geht's weiter zu Ukain. Schauen wir uns mal das Shisha Sommerfestival an. Noch ein paar schöne Köpfchen vom Ukain-Lager, gute Angebote hoffentlich. Ja, let's go. So, wir sind angekommen. Die ganze Bande hier versammelt. Alle am Start. Pfeifen laufen. Köpfchen läuft. Es gibt sogar den Blaze Traube Minze. Ah, direkt rein. Bei mir mit marokkanischer Minze, bei dir mit Green Bean, ne? Mhm. Was hast du, was sagst du jetzt? Schon nicht schlecht. 0 bis 10? 9 auf jeden Fall. 9? Ja. Ziemlich gut. Hinter uns geht der Grill an, die Tabaktheke ist am Start. Kann losgehen. Was hast du mit anderen gemacht, sag mal? Das hier gerade. Bist du gerade in Vollzoom? Nee, du bist in Vollzoom, oder? Man sieht deine Nase. Ich war absolut geschockt heute Morgen. Ne? Ich werde einfach alt. Das ist unglaublich. Ah, natürlich. Nee, ich hab ein Fahrer dabei. Ah. Ja. Das war's nicht mal. Das war sehr nice bei Ukain, aber wir müssen ja noch ein ganzes Stück zurück. Wir gehen jetzt noch was mit ein paar SWG-Lern essen. Und dann langsam die Heimreise. Und zwar soll es hier wohl laut René und einigen anderen super Philly Cheese Steak Subs geben. Das testen wir jetzt mal. Wir waren noch sehr, sehr lecker essen. Ihr habt es gesehen. Falls jemand von euch aus Köln kommt, geht auf jeden Fall mal zu Bang Bang. Das ist Philly Beef and Cheese Sandwich. Ultra, ultra nice. Ich habe mir sogar noch eins für zu Hause zum Mitnehmen mitgenommen, weil es so geil war. Und jetzt ist Heimreise. Und damit ist das Wochenende rum. Kurzes Fazit. Cam im Auto, schlafen war... Es hat ein bisschen gedauert, bis ich eingepennt bin. Ich weiß nicht, es war ein bisschen warm. Das heißt, da sollten wir vielleicht nächstes Mal die Fenster ein bisschen besser auflassen. Und ich glaube, sonst war es eigentlich nur ungewohnt. Und einmal war da irgendeine Party und die sind dann noch mit einer Boombox mitten in der Nacht an uns vorbeigelaufen. Und dann waren wir alle noch mal kurz wach. Aber abgesehen davon bin ich fürs erste Mal Autocampen ziemlich begeistert. Also die Freiheit ist geil, dass du einfach mit dem Auto halt rumfährst und dann pennst du halt irgendwo. Ist halt ein bisschen umbauen, aber abgesehen davon hat das echt gut funktioniert. Ukain Sommerfest war nice. Ich hätte mir fast gewünscht, dass noch ein paar mehr Leute da waren, aber ich glaube, das sah auch nur so aus, als ob es relativ leer war. Ich glaube, es sind viele gekommen, aber schnell wieder gegangen, weil es halt wirklich gottlos heiß war. Wir haben jetzt noch 31,5 Grad. Da war sehr viel pralle Sonne. Und hätten wir uns nicht ab und zu abgekühlt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht 3-4 Stunden durchgehalten. Aber war geil, war schön. War ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen.
Und dann bis zum nächsten Auto-Camping-Trip und Shisha-Trip.